Alle Ehre an Yahweh wa Yahweh Shai. Doppelte Ehre an die Ältesten und Apostel von Great Millstone. Shalom, was Frieden auf Hebräisch heißt, an die ein Drittel Israeliten, welche Judas Kinder implizieren, die sogenannten Neger, Latinos und Indianer, welche gemäß Jeremia 50,33 zusammen unterdrückt wurden und werden. Sprich, Israel und Stamm Juda sind eins. Okay, also alle 12 Stämme. Aber zu wem einzig und allein die Adoption, was so viel heißt wie die Annahme, die Gabe des Gesetzes, die Versprechen, die Bündnisse der Bibel, die Herrlichkeiten, okay, zustehen, gemäß dem Brief an die Römer, Kapitel 9. Okay, kurz gesagt, das oder der Segensspruch oder das der Segen in Genesis 1. Buch Mose 27, 41. Okay. Entgegengesetzt den fremden Lehren, welche gemäß dem Buch der Offenbarung 14 und 4 die Befleckung durch fremdländische Frauen darstellen. Alles klar. Möge das Königreich dir offenbart sein als Blutsnachkomme von Jakob, dessen Name später zu Israel gemäß der Bibel geändert wurde. Kannst du lesen in Genesis, also 1. Buch Mose 32, 28. Alles klar. Wir werden uns heute ansehen, wer Melchizedek ist, okay? Und das ist jetzt die englische ethnische Sprache, die ich hier verwende. In Hebräisch würde es erstmal heißen Malakaja Tazadak. Alles klar? Und wir wissen, dass es sich hierbei um Jehovah Shai, sprich den Sohn Gottes, höchstpersönlich handelt. Alles klar? Woher wissen wir das? Weil, jetzt wenn wir mal in den Namen reingehen, also erstmal haben wir hier also einen frühen König von Palästina. Alles klar, Melchizedek. My King is Zedek, King of Salem, also King von Salem und Priester von Most High God, also was so viel heißt wie die Kräfte und die Kraft des Universums. Zu wem Abraham, und Abraham wurde später zu Abraham umbenannt, aber sein originaler Name war Abraham, bevor er auch wie Jakob umbenannt wurde. Okay? Also auch Abraham wurde umbenannt, nicht nur Jakob zu Israel. Also ein interessantes Beispiel, wo er seinen Zehnten auch dann an ihn zahlte, was wir wissen aus dem Gesetz, den fünf Bücher Mose, dass wir den Zehnten geben müssen. Das hat er ja schon gemacht, okay? Das ist noch ein Beweis, dass so eine Art Gesetz schon vor der schriftlichen Verfassung galt und unsere Kultur nicht auf. Also schon auf Schriften natürlich, ne, und so. Aber vor den Schriften gab es schon die mündliche Überlieferung. Wie zum Beispiel, habe ich ein Video drüber gemacht, Blutessen. Schon in Genesis steht drin, du sollst das Blut von Tieren nicht essen, verzehren, weil darin das Leben steckt. Wo sehen wir das Gebot? Im dritten Buch Mose. Wenn das Gesetz den Kindern Israels, als sie im Exodus waren, gegeben wurde. Sprich, wir hatten es schon bevor Mose das Gesetz gegeben wurde. Das heißt, es ist erstens schon mal gar nicht Mose sein Gesetz und zweitens völliger Schwachsinn, was die Leute reden, weil sie überhaupt keinen Plan von nichts haben, okay? Deswegen sagen sie auch, dass das Gesetz nicht gelten würde, aber hey, wir haben es schon vor dem Gesetz gehalten, also was soll's. The Order of Melchizedek, die Ordnung Melchizedeks, die Ordnung des Priestertums, zu welchem Yahawashai gehört. Und Yahawashai ist der Name des Sohnes Gottes auf Hebräisch. Wir lesen: Und Melchizedek, King of Salem, König von Salem, brachte Brot und Wein. Okay, und was wissen wir aus der Bibel? Wir wissen, dass wir heute zum Beispiel das Fest der ungesäuerten Brote feiern sollten, wenn wir die Gebote der Bibel halten. Okay, du liest sogar etwas von, wer nicht würdig ist und da trotzdem daran teilnimmt, fügt sich sozusagen Gericht zu. Okay, siehst du? Also wir haben heute dasselbe Prinzip. Wir essen sozusagen vom Leib, wobei wir ja auch selber der Leib sind. Okay, also wenn Jehovah Shai davon redet, dass er der Leib ist und ihr von mir essen sollt oder esst nicht, okay,
wenn du denkst, wir sind jetzt Vampire oder das wäre jetzt irgendwie wicked, also boshaftig, weil wir jetzt tatsächlich denken, wir essen da Yahuasche oder sonst so ein wicked Zeug. Okay, dann musst du dir denken, dann würdest du es genauso auf dich beziehen können, weil wir sind laut der Bibel auch der Body sozusagen, wir sind ein Leib, okay, die Kirche Jehovas, was so viel heißt, die Gemeinde, wo mindestens 2 bis 3 versammelt sind, okay, oder ab 2, ab 3 sozusagen, versammelt sind in meinem Namen, welcher Jahusha ist in Hebräisch, dort bin ich unter ihnen. Das ist heute die Gemeinde, die 12 Stämme Israels, zerstreut in die 4 Winden der Erde. Entschuldigung, habe ich vergessen zu sagen in meinem Intro. Kann, weil die Nachkommen Jakobs sind heute in die 4 Winden der Erde zerstreut, was vielleicht wie die 4 Himmelsrichtungen, okay, auf der ganzen Erde. Und sind vor allem nicht da in dem Land, was momentan Israel genannt wird. Aber wie gesagt, Blutsnachkommen von Jakob, dessen Name später zu Israel genannt, umbenannt wird. Okay, und wir halten heute dieses Fest. Startet mit den ältesten Aposteln und Gerd Millstone. Wir haben zum Beispiel jetzt den Neumond bald wieder und so. Okay, und da solltest du informiert sein. Falls nicht, schau dir ein paar Basics an. Alles klar. Also sprich, auch dieses Fest wird bald wieder sein. Vielleicht war auch schon unser letztes, vielleicht wird das nächste das letzte sein, bevor Yahusha kommt mit den sogenannten UFOs. Wir wissen es nicht, aber nur der Vater im Himmel weiß den Tag und die Stunde. Yahusha selber weiß es sogar noch nicht mal, aber sonst weiß er eigentlich alles. And he blessed him and said, blessed be Abram. Wenn wir jetzt mal in das Wort Abram gehen, das heißt so viel wie exalted father, also erhobener oder erhabener, keine Ahnung, exalted, hoch erhabener Vater, okay? Und was sehen wir hier? Originaler Name von Abraham. Also die Leute sagen immer Abraham und so, aber eigentlich heißt er Abram, okay? Und in Hebräisch heißt er Abraham, alles klar? Also das ist das Original vom Original sozusagen in der originalen Sprache, okay? Abraham. Okay, und so hat ihn Jahwe wahrscheinlich auch angesprochen. Und er segnete ihn und sagte: Blessed be Abram of the Most High God. Was so viel heißt wie gesegnet sei Abram vom höchsten der Kräfte des Universums sozusagen. Universums habe ich jetzt hinzugefügt, aber Allheim heißt so viel wie Kräfte. Okay, und mit Kräfte beschreiben wir die Kraft, die das Universum geschaffen hat. Und die Kraft, die schon immer da war, genauso wie der Sohn schon immer da war. Deswegen weiß der Sohn auch, wie gesagt, bis auf den Tag und die Stunde, sonst alles, was er auch weiß. Alles klar? Weil es war auch kein Geburtszeitpunkt festgelegt für den Sohn, denn der Sohn war genauso schon immer da. Okay? Du liest etwas von, alles würde für den Sohn geschaffen und aufgrund sozusagen von dem Sohn. Alles klar? Possessor of heaven and earth, to the spirit, durch den Geist, lesen wir genau das hier. Besitzer von den Himmeln, hier ist nicht nur irgendwie das blaue Zeugs da, was du siehst, wenn du nach oben schaust, gemeint, ganz genau, sondern hier ist Shamayim, also alles Himmlische gemeint, okay, alles, was nicht irdisch ist, was nicht hier Erdboden, wo du entlangläufst, ist, okay, heaven, heavens, sky, visible heavens, also den Weltraum kann man auch sehen, alles klar. Zwar können wir mit unserer momentanen Technik wirklich sehr, sehr wenig rausfinden, aber trotzdem können wir wissen, dass da ein sogenannter Weltraum ist. Okay. Dunkle Materie mit vielen Sternen und Sonnensystemen, Monden. Jeder Planet hat Monde. Okay. Und, das wissen wir. Und das sind alles die Himmel. Okay. Du weißt nicht, was in der nächsten Milchstraße sonst noch so rumschwirrt. Okay, das sind die Himmel. Okay. Himmel. Himmel, also Mehrzahl, Plural, Himmel, okay, Shamaya. Weil ein Himmel ist einfach alles, was außerhalb dieser Erde ist. Also kann das Wort immer Plural sein, obwohl es Einzahl gemeint ist. Und das ist die Genialität, die hier auch gemeint ist. Denn wenn wir wirklich hier auch in die, so ein bisschen hier so reingehen, siehst du hier selber auch, as well as to the higher etherware des celestial bodies, revolve air astrologer heaven, okay. Wir gehen jetzt nicht so in Astrologie rein, solltest du nicht machen, wenn du. Wenn du in den Wegen Gottes wandeln willst, okay, somit zu viel mit Sternzeichen sollst du nicht machen, okay, oder Vorhersagen, die mit Sternzeichen zu tun haben, das hat nichts mit dir zu tun als hebräischer Israelit, sagen wir es mal so,
weil es auch linke Handseite Energie ist. Und außerdem also du kannst schon wissen, was es für Sternzeichen gibt, verstehe mich nicht falsch. Und es gibt sogar aus dem Buch der Offenbarung, habe ich mal ein Video drüber gemacht, ein Sternzeichen, was tatsächlich in der Bibel so zu finden ist, was irgendwie 7000 Jahre oder sowas nicht mehr war. Also extrem interessant auch und halt echt ein Beweis, dass das Buch der Offenbarung schon längst bestimmte Sachen da beinhaltet, die wir jetzt erst da tatsächlich rausfinden können, genauso wie das Gesetz. Aber wie gesagt, mehr brauchst du auch nicht wissen. Okay, vielleicht noch was du für ein Sternzeichen bist. Okay, wir wissen zum Beispiel, dass Bruce Lee Israelit ist. Bruce Lee war, glaube ich, Drache oder sowas. Okay, es hat auch mit seiner Kultur zu tun und so. Es hat damit zu tun, wie er sich gibt und so. Aber mehr brauchst du nicht wissen. Okay, ich meine, du willst dich hier nicht mit Astrologie beschäftigen und am Ende dafür gerichtet werden. Okay, es gibt interessante Sachen so. Okay, und Aszendent zum Beispiel wäre mir schon fast zu viel, so weißt. Also kannst machen natürlich, was du willst. So prüfe das Gute und prüfe alles und das Gute behalte, sagt die Bibel. Verstehst du? Aber Astrologie kann schon in Witchcraft reingehen, genauso wie Numerologie und da sollst du aufpassen. Okay, wir haben einen Ältesten. Der heißt Yahawashai is coming back. Der ging mal den Namen Yahawa und hat da mal die Numerologie ein bisschen herausgefiltert. Und das kannst du machen, wenn du Ältester bist, bist du aber nicht. Okay, so viel sage ich dazu. Okay, und ganz interessant, was du da rausgebracht. Aber das sind so Dinge, die solltest du lieber lassen, weil die Einfachheit des Evangeliums dadurch verloren geht und du dich zu sehr mit den Sachen beschäftigst und du außerdem verwirrt werden könntest durch solches. Alles klar? Dann lesen wir weiter. And bless the Most High und segnete und außerdem. Da war mal so eine Aussage von den Numerologen sozusagen, dass 2020 die erste nukleare Waffe in Amerika hochgeht. Okay, und das haben sie da mit wie vielen verschiedenen Zahlensystemen ausberechnet. Ich glaube mit, also zumindest haben sie es so gezeigt. Okay, von ihrem Erscheinen her waren es Edomiter. Okay, ein Bruder hat ihr Video hochgeladen. Da haben sie sowas halt gezeigt, so okay, America will be nuked 2020. Okay, jetzt haben wir aber schon 2021. Siehst du, also du musst echt aufpassen, wenn du da in solches reingehst, Numerologie. Okay, was die Fake-Juden zum Beispiel viel machen, okay, aber die wissen noch nicht mal, was sie da tun, okay? Danke. And bless the Most High, God, which had delivered thine enemies. Okay, und die haben auch viel Fantasie und so Zeugs, was sie da reinmischen, okay, die können sogar ihren Talmud da reinmischen. Also komplette Freakshow im Endeffekt. Which had delivered thine enemies into thy hand, and he gave him tithes of all. Sprich, er segnete Yahweh, den höchsten Gott, oder den höchsten, den Schöpfer des Universums einfach. Okay. Which had delivered thine enemies into thy hand, welcher die Feinde in seine Hand geliefert hat. And he gave him tithes of all. Und wie gesagt, er gab ihm den Zehnten von allem. Alles klar? Kann. Okay. Kann. Im Endeffekt werde ich dir jetzt noch kurz was zeigen. Okay. Hier lesen wir noch kurz was, möchte ich sagen. Also hier von bibelkommentare.de. Muss doch aufpassen, ist so eine edomitische Seite halt, okay. Kommt schon hier mit ihrem modernen Hebräisch und so. Slav oder wie? Von ihrem Nordhebräisch sozusagen. Okay, hat nichts mit uns zu tun. Melchisedek war der König von Salem und Priester Gottes, den Höchsten, des Höchsten. Er kam von Abraham zu treffen, nachdem dieser Lot und die, die mit ihm gefangen geworden, genommen wurden, befreit hatte. Melchisedek brachte Brot und Wein und segnete Abraham. Abraham gab ihm den Zehnten von allem. 1. Buch Mose 14, 18, 20. Melchisedek ist der Hinweis auf Yahawashai als Priester und König, König der Gerechtigkeit und König des Friedens. Und sie kommen auch mit ihrem Witchcraft-Name Jesus Christus, was kein Name ist. Haben wir schon genug Videos drüber gemacht.
und König des Friedens, vergleichlich, steckt doch keine Rettung dahinter. Also es werden viele Menschen, die sterben in der Endzeit, werden, beziehungsweise sagen wir es mal so, die 144.000 Auserwählten benutzen nicht den Namen Jesus. Okay, und es werden viele abkratzen in der Endzeit, in den letzten Tagen, die diesen Namen verwenden und denken und bis zum Ende in einen Dämon geglaubt haben. Okay, sagen wir es mal so. Ich glaube, das trifft es am besten. Vergleichlich Hebräer 7 und 2. So wird, lass uns das mal kurz lesen. Ist jetzt eine deutsche Bibel. Hebräer 7 und 2. Ist tatsächlich wichtig, dass wir das alles schön aus der King James Version lesen. Weil die deutsche Bibeln einfach schlecht übersetzen. To whom also Abraham gave a tenth part of all. Also siehst du, Titus heißt tenth part of all. Ein zehnter Teil von allem. First being by interpretation king of righteousness, König von Gerechtigkeit. Als erstes interpretiert. And after that also king of Salem, which is king of peace. Also Salem heißt so viel wie Salem in Griechisch. Peace, Frieden. Okay, haben wir gelesen. The place where Melchizedek was king and thought to be the ancient name of Jerusalem. Man dachte, es wäre der antike Name von Jerusalem. Okay, wir wissen, dass war es Josef, der sich den Stein dann genommen hat und auf dem Stein geschlafen hat und gesagt hat, hier ist die Stätte oder wo die Engel halt auf einer Leiter hoch und runter gehen. Aber das schauen wir uns gleich mal an kurz. The place, also der Platz von Melchizedek, was König. Halt König war. Genau. Okay. Dann schauen wir uns das mal kurz an, weil wir gerade beim Thema sind. Angels. Ich muss mal kurz schauen, was Leiter auf Englisch heißt. Weil dann dürften wir es sofort finden. Ladder. Wann habe ich das Wort überhaupt mal benutzt, aber okay, erstmal schauen. Kahn, 1. Buch Mose 28, 12. And he dreamed, und er träumte, und siehe, behold heißt so viel wie siehe, eine Leiter, also ich übersetze, war auf der Erde und auf der Spitze reichte sie zum Himmel. Also diese Leiter, die er da gesehen hat, die reichte bis zum Himmel. Alles klar. And behold, und siehe, die Engel von der Kräfte des Universums oder der Kräfte ascending and descending on it. Oder der Himmel einfach. Okay, Engel der Himmel. Weil Himmel heißt, wie gesagt, einfach alles, was nicht von dieser Erde ist. Okay. Aussteigt, or ascending and descending on it. Also so viel wie eingehen und ausgehen. Okay. Und weil es geht hier um, dass Jakob, Entschuldigung, Jakob, nicht Josef, ich wechsle die Namen immer. Siehst du, also Jakob ging raus von Beersheba und Beersheba ist Barashabai, Well of the Sevenfold Oath, a city at the south edge of Israel, im Süden Israels, okay? Edge heißt Ende, glaube ich. Also eine Stadt im südlichen Ende Israels, okay? Bar Shabai, okay, da war er. Und er rannte oder ging, er ging halt zu Richtung Haran. Haran, okay, es heißt Charan, okay, in Hebräisch. Und the city to which Abraham migrated when he left Ur of the Chaldeans and where he stayed until his father died before leaving for the Promised Land, located in Mesopotamia in Paddan Aram at the foot of Mount Marsyas between the Cairo and the Euphrates. Okay. Kann so. Haran heißt Mountainer, okay. And he lighted up upon you. A certain place and tarried there all night. Also er war da auf diesem Platz einfach, komplett random, einfach an irgendeinem Platz in der Nacht, weil die Sonne, because the sun was set, als die Sonne sich setzte sozusagen.
Bawa, Enter, Com, Go, Com in. Ja, genau, also als die Sonne sich einfach setzte. And he took of the stones of that place. Und er nahm sich da einfach irgendeinen Stein und nahm ihn als sein Kissen. Und er legte sich darauf und fing an zu schlafen. Okay. Und dann, wie gesagt, das mit der Leiter und so. Also ganz interessant. Lass das nochmal kurz schauen. Und siehe, Yahweh, weil hier ist der hebräische Name, wo Lord oder Herr steht in der heidnischen Bibel. Yahweh, the existing one. Okay. Also der wahre und einzige Name. Stand auf dieser Leiter, okay? Und sagte, oder war halt über dieser Leiter einfach: Ich bin Yahweh Elohim, also ich bin der existierende oder die existierende Kraft sozusagen. Wörtlich übersetzt, aber so ein Plural mehr so. Bis auf seinen Namen, wie gesagt. Auf Abraham, dein Vater, also Abraham war sein Vater, der früher Abraham hieß, alles klar? Von Abraham, deinem Vater. And God of Isaac und der Gott Isaaks, okay? Isaaks sind die zwei Söhne Esau und Jakob. Aus Jakob kommen die 12 Stämme, wie im Intro bereits angesprochen. Nicht Esau, okay? Die Fake-Juden fallen mir da ein, okay? Oder hier so christliche Seiten und so. The land whereon thou liest, to thee will I give it and to thy seed. Also das Land, wo du darauf liegst gerade, das will ich dir geben und deinem Samen, okay? Was ist Samen? Same kommt von einem Mann und das ist Sperma, für die es nicht wissen. Das heißt so viel wie, dass durch Sperma die Nation, hebräische Israeliten, gemacht werden. Nicht durch die Frau, okay, oder sonst irgendeinen heidnischen Schwachsinn, okay, sondern ganz klar Same, okay. Aber eine Frau kann natürlich Same empfangen, keine Rede, okay. Aber sie kann ihn nicht geben. Zerei. Alles klar, dann lass uns weiter schauen. So wird es im tausendjährigen Reich sein. Melchizedek war Priester einer völlig anderen Ordnung als Aaron es war. Wir haben das aaronitische Priestertum, was heute nicht mehr gültig ist, weil wir keine Opferungen von irgendwelchen Tieren mehr machen müssen, weil Yahweh Shai für uns gestorben ist, dass wir im Endeffekt nicht sterben müssen. Was dir einfach zeigen soll, dass Yahweh Shai einfach auch da war, um tatsächlich einen Preis zu bezahlen, den keiner hätte zahlen können, weil keiner von uns gerecht ist, okay? Also denk sehr wirklich nicht in diesem Woe is me Spirit, okay, es bringt dir nichts. Aber wir müssen natürlich unser Bestes tun, um perfekt zu sein. Das Priestertum Aarons ging von dem Vater auf den Sohn über, also du musst die Gebote halten, so gesagt. am besten gesagt. Bei Melchisedek allerdings wird nichts von seinen Vorfahren und nichts von seinen Nachkommen berichtet. Kann und du musst halt Prophet sein und so. Ne? Also wir wissen, prophetische Gabe ist sogar besser als Nächstenliebe oder gerechter als Nächstenliebe. Verstehst du? Aber unsere Gerechtigkeit ist trotzdem wie so ein dreckiger Sack einfach nur. Im Gegensatz zu Yahweh auf jeden Fall. Okay? Lies auch was von, da ist keiner, der Gutes tut und so. Im selben Vers, wo es um Gottlose geht. Also im Endeffekt, wir brauchen das Opfer, okay, egal wer du bist, okay, ob du Levit bist, ob du hier selbst von Aaron abstammst, was einige von uns tatsächlich tun, du brauchst die Hauerschei, ganz einfach. Das Priestertum Aarons ging von dem Vater auf den Sohn über, alles klar, weil, wie gesagt, wir gehen hier nicht nach Frau oder irgendwas in dem, okay, dem Zeugs, sondern ganz klar, Ordnung ist bei uns erste Wichtigkeit, okay? Das heißt, eine Frau hat auf jeden Fall da nichts zu lehren oder sowas, okay? Gibt auch viele Frauen, die wissen zum Beispiel, dass nur Männer Same haben und so, okay? Und das sind gerechte Beispiele, die da mir einfallen, die ich da schon gesehen habe. Also wie gesagt, habe ich auch schon viele Videos drüber gemacht. So. Okay, und aber was ist mit Melchizedek? Fahren und nichts zu seinen Nachkommen berichtet, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister. Okay? Damals hatten wir Geschlechtsregister.
Okay, das heißt, kannst du viel denken, du bist Israelit oder nicht? Wenn du kein Geschlechtsregister hattest, wurdest du einfach weggeschickt. Okay, ganz einfach. Weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens haben. Also die haben wir heute nicht, die Register. Okay, die sind weg. Hebräer 7,3. So ist er ein schönes Bild auf den Sohn Gottes, der von Gott bestellt ist als Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchizedeks. Hebräer 5, 6, 10, 6, 20, Psalm 110, 4. Ding, wir haben se heute selbst nur noch wenige Bilder von den sogenannten Dark Ages als Jake, was so viel heißt wie Jakob, kurz gesagt. Er regierte unter anderem auch in Deutschland, weil Esau, sagte die Bibel, über die Bilder gemalt hat, um sozusagen die Welt zu täuschen und auch, keine Ahnung, Deutsche zu täuschen, wie auch immer, wen zu täuschen. Also im Endeffekt, die meisten Bilder sind einfach übergemalt worden, damit jetzt zum Beispiel ein Jake aussah wie ein Edomiter. Okay? Wie viel mehr noch bitte unsere eigenen Geschlechtsregister, okay? Ich sag nur Tempel, Ausraubung, okay? Ich sag nur Zerstörung Jerusalems, aber es wird nichts davon berichtet, dass Melchisedek ein Opfer für Jahanheim brachte. Vielmehr brachte er das von Allerheim hervor, was ein Symbol des Lebens und der Freude ist, vergleiche ich Johannes 6,51, 2, 1 bis 10 und segnete den, der die Verheißung, den die Verheißung galten. Was so viel heißt wie Abraham, Isaac und Jakob. Nicht Abraham, Isaac und Esau, auch nicht Abraham, Ishmael. Okay? Genauso wird das kommen, Yahweh ist in Herrlichkeit nicht mehr dazu dienen, die Sünde durch ein Opfer hinwegzutun, sondern um sein Volk zu erfrischen und zu segnen. Der Segen charakterisiert das Priestertum Jahweh nach der Ordnung Melchisedek, Hebräer 7, 1 bis 21. Und wir gehen in Psalms 110 und 4, okay. Zum Abschluss. Psalms 110 und 4. The Lord hat sworn and will not repent. Also der Herr hat, hier heißt, steht so viel wie Yahweh, okay, hat geschworen und wird nicht davon zurückkehren. Du wirst ein Priester sein nach der Ordnung, okay, Melchisedeks. Also was haben wir da für eine Ordnung? Wie gesagt, wir halten die Festtage der Bibel, nicht von Esau, okay. Irgendwie hier, was hast du heute, heilige drei Könige und so ein Schwachsinn, okay. Weil es geht alles nach einem heidnischen Kalender aus. Okay, wir gehen nicht mal nach einem heidnischen Kalender. Wir leben natürlich momentan darin, weil wir im wiederauferstandenen Römischen Reich leben, bis Yahweh sein Königreich hier reinbringt. Okay, dieses Wannabe Kingdom dann weg ist. Aber wir gehen nicht danach, verstehst du? Wir gehen nach Ordnungen, die im Himmel, im Schamayim feststehen, wie zum Beispiel Mond und Sonne. Diese kann weder irgendein Heide da draußen verändern, noch irgendwie. Was ist es? Anzweifeln oder sowas, okay? Danach gehen wir, weil wir wissen, dass diese Ordnungen, sagte die Bibel, von Yahweh eingesetzt wurden, damit wir seine Festtage halten können. Okay? Aber lass uns mal das kurz anschauen. The portion of Jacob, okay? Denn dieser hier, aus dem die 12 Söhne, nämlich Stämme Israels, kamen, hat die Verheißungen, welche wir da mit Abraham und so gelesen haben, okay? Jeremia 10 und 16. Aber nicht jeder ist Israelit, nicht jeder Israelit ist Israelit, okay? Das heißt, du hast heute zwei Drittel Israels. Wenn du zu denen hingehst, okay, wie in der Serie, die ich gerade schaue, die würden zu dir sagen, nee, ich bin Amerikaner, okay? Komm zu einem Japaner her, fragt ihn seinen Vater. Oder reden sie halt über bestimmte Sachen. Und dann will er sich als Amerikaner bezeichnen. Okay? Wobei er ihm nur gesagt hat, du erinnerst mich sehr an deine japanische Mutter. Oder irgendwie, du hast einen sehr japanischen. Es hat jetzt sehr japanisch geklungen. Irgendwie sowas. Ich bin aber kein Japaner, ich bin Amerikaner, sagt er, antwortet er. Verstehst du? Und dasselbe hast du auch mit Timotheus, seinem Vater, gehabt, wo du ganz klar liest, dass er Grieche war.
beziehungsweise sich selber als Grieche bezeichnen würde. Alles klar, weil er so gelebt hat, aber er natürlich dem Fleische nach Israelit war. Alles klar, genau dasselbe, wenn ich heute zu einem sogenannten Neger Latino oder Indianer gehe, der würde mir sagen, dass er ein sogenannter Neger Latino oder Indianer ist. Okay, die Indianer und die Neger und die Latinos würden es so nicht sagen, sondern die würden sagen, sie sind Deutsche, sie sind Amerikaner oder Afroamerikaner oder Afro oder irgendwas, so ein Zeug, okay? Die Heiden selbst nennen sie ja nicht mal so, wie sie sollten sie es dann selbst tun, wenn sie noch nicht mal irgendeinen Plan von irgendwas haben, von ihrer eigentlichen Identität, geschweige denn der Wahrheit, die auf diese Erde kommt, sozusagen, okay? Nämlich das Königreich. Okay, also du hast ja diesen Japaner gehabt in der Serie, der dann irgendwas auch davon gesprochen hat mit akzeptiere mich als Amerikaner oder sowas, okay? Irgendwie sowas. Also voller wie sagt man, üblich, okay? Vollkommen üblich. Und so ist es auch schon immer gewesen. Die Bibel sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Okay. Also wir wissen, dass 2/3 Israels dem Fleische nach auf Jakob zurückgehen. Aber sie keine Israeliten sind, dem Geiste nach, okay? Siehst du? Trotzdem gelten die Verheißungen schlussendlich ganz Israel, also auch diese 2/3, die in ewiger Schande aufwachen werden im Königreich, nämlich als unsere Kinder, werden ihren Segen noch erfahren, einfach weil sie von Jakob abstammen, okay? Das ist hier alles eine Blutsache und sowas, okay? Und kein Heide hat hier irgendwas zu suchen. Die Portion Jakobs ist nicht wie ihrer sozusagen, okay? For he is the former of all things, also er ist der the fashion of all things, okay? Er ist der of Israel as a people, er ist das Original sozusagen, okay? Oder der Rahmen der Schöpfung sozusagen, okay? Also Jakob ist der Rahmen der Schöpfung, okay? Sozusagen, gefällt mir am besten. Und Israel ist the word of his inheritance. Okay, und du solltest wissen, was inheritance heißt. Das heißt so viel wie Erbe. Und nur sozusagen Jakes werden erben, nämlich, wie im Intro schon angesprochen, okay, das, was Abraham da als Segen bekommen hat. Alles klar? Davon wurde gesprochen insgesamt. Alles klar? Also, das ganze Gesetz baut, wie gesagt, auf bestimmten Sachen auf, okay, die einfach eine Basis darstellen, auf jeden Fall. Jahwe, der Herren oder der War oder Army, okay, Army Host, okay, also sprich, Jahwe, der Armeen, okay, weil Jahwe hat eine ganze Armee hinter sich, nicht nur die tausend über tausenden von sogenannten UFOs, sondern auch sein Sohn, der mit diesen zurückkommt und mit den Engeln, welche unter anderem in den sogenannten UFOs sitzen. Alles klar, wenn sie da überhaupt sitzen. Aber, ich schätze mal nicht übrigens. Aber, okay, ist sowieso abstrakt wie so große Engel, weil die sind ziemlich groß, in so einem flachen Schiff fliegen können. Bitte sag mir das. Okay, und dann sag mir noch mal, dass es hier nicht schon physikalisch in Frage gestellt wird, was wir mit unseren Augen wahrnehmen, was diese sogenannten UFOs allerdings können, weil sie können fliegen und da muss jemand drin sein, okay? Aber, okay, wir haben schon auch schon Videos hochgeladen, wo Engel in die Wägen hochgebeamt werden und so, okay? Und wir wissen auch, dass die Auserwählten da reingebeamt werden. Alles klar? Das heißt, wie will bitte Esau, okay, das auferstandene, wieder aufgestandene Römische Reich gegen so etwas kämpfen. Okay. Die UFOs interessiert es nicht mal. Okay. Okay, was im Endeffekt die Welt annimmt, ob da jetzt da wieder jemand drin stehen oder sitzen kann. Okay, oder wie auch nicht. Okay. Aber hey, wir werden schon sehen. Deuteronomy, Deuteronomy und 32,9. For Yahwehs Portion ist his people. Es sind seine Leute, okay? Wie gesagt, Jakob Nachkommen und so, okay? Da kannst du nichts, aber egal. Is the Lord of his inheritance, okay? Also, klar, Basics und so, sollte man wissen.
Dann nochmal kurz, thewilhebrewisraelites.com. Okay. Hier nochmal eine kleine Auslegung. Okay. Hebräer 7,2. To whom also Abraham gave a tenth part of all first being by interpretation king. Das ist der, den wir gelesen haben. Jesaja 9 und 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. Okay, und er wird viele Kronen tragen. Er wird nicht nur eine Krone von diesen Heiden nehmen. Okay, von den selbsternannten neuen Weltherrschern, Moabitern, nämlich China. Okay, welche nicht Weltherrscher werden. Okay, seine nächste Weltherrscher wird Jehoshai. Und da wirst du lesen, dass er viele Kronen trägt. Okay, er nimmt alle diese Kronen. Okay, und wird sie auf sich beziehen. Alles klar? Alle diese Kronen wird er nehmen. Wie als wäre es nichts, weil er wird nicht zurückkommen als ein Mensch, sondern als ein Gottwesen. Okay? And his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Welcher der Prinz der Prinzen ist, König der Könige und der Prinz der Gerechtigkeit und Frieden. Welcher Jahwesh ist, das Lamm, das geschlachtet wurde. Kurz gesagt, alles klar, welches allerdings erhöht wurde und was definitiv nicht mehr normal ist, kurz gesagt. Jeremia 33, 17, also du kannst besser glauben, dass das Vaterschiff bald runterkommt und Jehoshai, you know, basically die Wolken cracken wird, okay? Und das wirst du wahrscheinlich sehen, wenn du. Also das wirst du auf jeden Fall sehen, wenn du überlebst. Solltest du an diesem Tag da sein, dann wirst du es sehen, weil jeder wird es sehen, egal wo du bist auf der Erde, okay? Haben wir hier wieder ein Spiel mit der Physik? Natürlich, okay? Wie willst du was sehen, wenn wir auf einer Kugel sind, was wir annehmen? Wenn du irgendwo in Hawaii bist, sagen wir mal, du bist irgendwo in einer Nordarktis, okay, in der Norddings, okay? Und wie willst du es sehen, wenn du, wenn jemand anders im Süden ist, aber beide sehen's. Wie funktioniert es? Ganz genau. Wir haben es hier mit einer Kraft, die nicht auf das Physikalische, was wir als Menschen interpretieren, okay, beschränkt ist. Alles klar. Aber Esau hat es sich ins Herz gesetzt, wie die Bibel sagt, kannst du lesen in Hesekiel, trotzdem einen Kampf zu veranstalten. Veranstalten, weil er keine Chance auf Sieg hat und weil er auch kein ernsthafter Gegner ist, aber weil er sozusagen ja vor aller Welt sozusagen zeigen wird, dass er das Beispiel ist, wie man einfach nicht sein sollte. Okay? Seine ganze Nation, also auch seine Frauen, seine Kinder, einfach alle. Aber in letzter Zeit wird sich viel, viel machen so. Okay, aber wie du siehst, wenn du die Auslegung, wenn du da interessiert bist und so, kannst du das durchlesen. Okay. Hebräer 5 und 11. Von welchem wir viel zu sagen haben. And taught to be other words, seeing ye are dull of hearing. Lass uns das nur kurz übersetzen. Okay, die meisten glauben nicht, dass die sogenannten UFOs irgendwie die Welt bald besuchen werden oder sowas, okay? Und dann gibt es auch viele, die denken, da sitzen grüne kleine Wesen drin, okay? Wer hat euch das gesagt, okay? Und ich würde einfach sagen, zu viel Filme geschaut, okay? Woher hast du es denn sonst, okay? Bitte sag mir, woher du es sonst hast, wenn nicht von irgendeinem Film. Und dann sag mir nochmal, dass du nicht zu viele Filme geschaut hast. Danke. Von denen wir viele Dinge zu sagen haben und die schwer auszusprechen sind, wenn wir sehen, dass ihr schwerhörig seid. To the Spirit, wunderschön, okay? Von denen wir viele Dinge zu sagen haben, also wir haben viele Dinge zu sagen von Melchizedek, von Jehoshai, wenn er wiederkommt und die Heiden in Sklaverei hardcore bringt, okay? Mit uns als Regierende über ihn, aber in Gerechtigkeit natürlich nicht so wie Esau gerade da regiert, wenn man das so nennen kann, okay? Wir haben viel zu sagen von den sogenannten UFOs, wir haben viel zu sagen von, okay, Priestertum, und so weiter, okay, was auch immer, die schwer auszusprechen sind, okay, weil wir in einer Generation sind, die komplett gottlos ist, komplett unheilig, komplett keine Ahnung hat vom Leben, komplett keine Ahnung hat, warum ein Mensch überhaupt da ist, weil ein Mensch ist eigentlich tatsächlich nur da, um die Gebote Gottes zu halten, okay,
Wirst du auch verstehen, wenn du dich wissenschaftlich mit den Geburten auseinandersetzt. Okay? Aber hey, okay. Diese letzte Generation ist sowas von, okay, stolz und abgekommen, dass nur wenige zurückkommen werden, selbst von den Leuten, die Jahwe für sich selbst bevor die Erde erschaffen wurde, sogar schon auserwählt hat. Okay? Krass, oder? Wenn wir sehen, dass ihr schwerhörig seid, ganz genau, weil da muss ich wirklich schwerhörig sein. Okay? Also es gibt Leute, die werden immer noch sagen: Okay, sagen wir mal, du hast so ein UFO, kommt so, schießt so einen Edomiter ab und der Edomiter sagt so: Okay, sagen wir, seine Beine sind schon weg, sind schon durch Laser schon so abgebrannt, so. Das UFO kommt so direkt aus dem Himmel, so, brennt so direkt seine Beine ab. Also, ich glaube nicht an UFOs. Okay, so wird es sein. Okay. Einfach nur schwerhörig, unheilig. Okay, Esau, wird sowieso nicht glauben. Okay, viele wissen, dass die Bibel wahr ist und so, aber wir reden hier von den Heiden allgemein, also auch die 2/3 Israels. Okay, und die sind einfach schwerhörig und ungläubig. Okay, die werden einfach dafür gerichtet. Okay, du wirst viele haben, wie gesagt, die werden dem sogenannten UFO oder Yahusha ins Gesicht sagen, wenn er schon da ist: Nee, ich glaube nicht. Okay, oder ja, es wird hier noch weitergehen, 10 Jahre. Okay, oder Esau rules the world, bitches. Okay, so ein Scheiß halt. Okay, also voll schwachsinnig und einfach nur, naja, sag ich mal, gebrandmarkt. Okay, im wahrsten Sinne des Wortes, und viele werden durch den RFID Microchip abfallen und endgültig keine Chance mehr haben auf Salvation. Okay? Shalom.